Hallo Freunde des Lebens, Mr. Linda Talk. Ja, so nennen wir mal dieses YouTube-Video. Ja, neben mir die zwei bezaubernden Menschen, die Sarah und der René. Ich habe es schon angekündigt, letztes Jahr, exakt vor einem Jahr, waren wir hier zu viert allerdings. Der Daniel ist gerade nicht da, sonst wäre er auch mit uns on board. Und ja, die zwei waren ja circa vor einem Jahr hier und haben ja uns berichtet über die Weltreise, die bevorstehende. Sie haben ja hier in Costa Rica angefangen. Und es ist ganz, ganz, ganz besonders an dieser Stelle. Danke, dass ihr wieder mitmacht hier in diesem Video. Gerne. Und die werden jetzt so ein bisschen erzählen, wie die Weltreise war. Und ich darf es verraten, ihr seid im Prinzip noch mittendrin, ne? Ja. Ja. Schon, ja. So, sie sind ja letztes Jahr von Costa Rica losgestartet und wir haben natürlich alles mitverfolgt. Und es ist jetzt eine große Ehre, dass sie wieder da sind. Und jetzt einfach mal meine erste Frage. Ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet, wie immer. Wollt ihr mal erstmal erzählen, welche Länder ihr bereist habt? Ja, also das. Gestartet sind wir ja hier in Costa Rica, jetzt vor einem Jahr. Hier waren wir dann so circa einen Monat. Im Anschluss sind wir dann in die USA geflogen, haben dort eine Rundreise gemacht. Vier Wochen auch, oder? Das waren dann auch vier Wochen Rundreise im Westen der USA. Ja. Es war sehr schön. Ja. Ja, dann im Grunde. Das war ein bisschen so Corona-bedingt auch, ja, ne, ja. Dass wir gesagt haben: Okay, Kanada war leider zu. Ne? Ja, ja. Und dann sind wir von Los Angeles nach Albanien. Darf jetzt kurz dazwischen, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, es war ja wirklich, ihr habt ja alles sehr, sehr spontan gemacht. Ich habe es schon im letzten Video gesagt, da bin ich gesund neidisch, dieses wirklich von Wind treiben lassen und einfach mal, ist natürlich auch dadurch, glaube ich, so bedingt, wie diese Weltsituation natürlich auch ist, aber hat für euch jetzt einen riesen Vorteil gehabt, einfach, dass ihr einfach gesagt habt, okay, jetzt schauen wir einfach mal, wo es weiter hingeht. Ja. Als ich dann damals gehört habe, dass ihr quasi nach Albanien geht, von L.A. nach Albanien, dachte ich, wow, ja, so jetzt Albanien. Genau. Das war ja total spannend. Ja, also das war auch ein großes Abenteuer. Dadurch, dass das Land halt ja noch mehr oder weniger unentdeckt ist und auch wenig touristisch. Ja, ja, dort haben wir dann auch eine Rundreise gemacht. Auch vier Wochen, oder? Auch circa vier Wochen. Ja, ja. Ja, ja, mit sehr viel Zeit, ne? Mit viel Zeit. Ja, ja. Haben das Land erkundet und auch viele tolle Erlebnisse gehabt. Ne? Ja, ja. Ja. Und dann? Jetzt müsst ihr selber überlegen. Dann sind wir im Grunde von Tirana nach Istanbul geflogen. Genau. Wo wir uns knapp verpasst haben, ne? Da haben wir uns knapp verpasst. Ja. Genau. Dann? In der Türkei haben wir dann, also Istanbul war sozusagen unsere Anlaufstelle, unsere erste. Ja, ja. Von dort aus haben wir dann auch mehrere Touren gemacht, sage ich mal. Sind dann auch nach Kappadokien geflogen. Das war ein Highlight, oder? Das war dann so das Highlight auch der Türkei. Ja, genau. Oder unseres Türkei-Trips. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Highlights. Ja, ja, ja. Ja, das war echt schön. Ja, dann haben wir lange hin und her überlegt, haben dann auch schnell gemerkt, dass wir die heißen Temperaturen so ein bisschen satt hatten und haben uns dann entschieden, In unser Herzensland, Südafrika zu fliegen, quasi in den afrikanischen Winter. Ja, ja. Angenehme Temperaturen. Ja, ja. Da waren wir dann zweieinhalb Monate. Ne? Dort waren wir dann, ja. Lange Zeit. Ja, ja. Weil wir ja auch gesagt haben, also Südafrika ist ja schon so unser Ding. Wir waren jetzt schon zum dritten Mal. Wir haben immer gesagt, wenn wir viel Zeit haben, dann setzen wir das hin, ne? Dass wir wirklich mal für längere Zeit auch das mal austesten, wie es dort so ist, zu leben. Eine Zwischenfrage, ich möchte eigentlich das C-Thema nicht so wirklich behandeln, aber ich denke, es ist auch wichtig als Reisende. Ihr wart hier, kann mich erinnern, genau zu diesem Zeitpunkt in Südafrika, als wieder von zig Varianten irgendeine, diese südafrikanische Variante ausgebrochen ist und ihr wart da. Ja. Wie war das für euch? Kein Problem. Aber habt ihr da was gespürt oder habt ihr auch Angst gehabt? Die südafrikanische Variante ist jetzt aber ausgebrochen. Und wie waren die Einheimischen dort in der Kapregion
Also ganz kurz, damit wir nicht tief reingehen. Nein. Also ich glaube, wir können von uns beiden behaupten, dass wir keine Angst haben. Ja. Dass wir sehr bewusst auch an Dinge so rangehen. Und Südafrika hat uns auch zum dritten Mal sehr, sehr herzlich empfangen. Wir waren sehr, sehr glücklich, dass wir da die Zeit auch, also 2,5 Monate dort verbringen konnten. Es war ultra wenig Tourismus, ja. Also es war sehr, sehr wenig los. Für uns schön, für die Menschen vor Ort natürlich nicht. Aber es war halt toll, dass wir Südafrika auch mal, ich sag mal, so ein bisschen mehr entdecken konnten. Und ja, aber wie gesagt, die Südafrikaner ein wundervolles Volk, die uns wie gesagt schön empfangen haben. Ne? Ja. Eine schöne Zeit. Ja. Lecker essen, leckeren Wein. Leckere Weine. Besten Weine der Welt. Oh ja, da spricht ihr euch wirklich schon zu. Ja. So, nach Südafrika ging es da. Wohin? Genau, dann haben wir einen kurzen Zwischenstopp in Deutschland gemacht. Ja. Stimmt, ja. Da war ja noch was. Und dann ging es weiter nach Ägypten. Ja, genau. Das muss ich kurz überlegen. Aber. Genau, Ägypten war auch ein großer Teil unserer Reise. Da waren wir auch über 2 Monate und haben meine Mutti dort besucht. Wow. Die Mama lebt da, ne? Genau, ja. Genau. Wahnsinn. Ja. Und das haben wir dann auch genutzt. War auch sehr genossen. Ja. Zumal Januar, Februar eigentlich gute Temperaturen herrschen. Also es war schon für die Menschen, die dort leben, kalt. Ja. Für uns war es angenehm. Ja. Und wenn du aus Deutschland kamst, im Dezember, dann von Deutschland nach Ägypten geflogen, waren es natürlich schöne Temperaturen. Also ihr habt ja wahrscheinlich Ägypten, weil Ägypten ist ja auch so ein typisches Land für Pauschaltourismus. Ja. Und ich meine, ich habe schon vieles mitbekommen von euch. Und das ist ja wieder das Besondere, weil ja auch deine Mama da lebt. Ihr habt sicherlich Ägypten immer ganz, 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 ganz anders erlebt, als wie wenn man jetzt in der Anlage wäre. Ihr kamt mit einem Einheimischen in Kontakt und es muss schon ein komplett anderes Erlebnis sein als für einen Pauschalreisender. Das auf oder? Ja. Also ob es jetzt nur der Weg zum Zug ist oder überhaupt den Kontakt mit den Menschen dort zu haben, das ist einfach was anderes als, und du hast es ja schon gesagt, Ägypten, das ist so ganz klassisch, eine Woche Hurghada, all inclusive, was total toll ist, 299 ne? Euro. Ne? Das wiederum. Das nicht. Aber für uns war es schon schön, auch dieses Leben mal mitzuerleben. Genau. Und natürlich auch meine Mutter ein bisschen länger zu sehen, denn gerade ja auch durch C haben wir uns ja auch über 2 Jahre nicht gesehen. Eine lange Zeit, ja. Und deswegen haben wir das auch echt genossen. Ne? Genau. Ja. Nilkreuzfahrt haben wir auch gemacht. Stimmt. Ja. Das war auch ein Highlight. Abu Simbel. Ja. Haben wir endlich mal gemacht. Genau. Ja. Das war schon sehr schön. Ja, immer eine gute Zeit. Ja. Und nach Ägypten. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Stimmt. Ich weiß es. Und nach Ägypten sind wir über Istanbul nach Barcelona geflogen. Da waren wir wie lange? Auch so 10 Tage, ne? Ja. Genau. Knapp 2. Da haben wir ja auch eine ganz tolle Bekanntschaft gemacht mit der lieben Tanja, die uns ja eingeladen hat nach Sitges. Also ja, so spielt das Leben. Und unser Herz ruft ja nicht nur nach Südafrika, sondern ja auch nach Costa Rica. Genau, und deswegen hocken wir heute wieder hier, fast ein Jahr später. Man kann auch mit Moringa-Tee anstoßen. Ja, Moringa-Tee auf uns. Auf die Freundschaft und einfach auf dieses besondere Leben. Ist wirklich einfach, also danke, dass ihr jetzt so in Expressformat die Weltreise jetzt erzählt habt. Und falls du noch mehr erfahren möchtest, einfach vor allem Sarah den Account auf Instagram vor allem Dingen. Und sie wird auch noch ein bisschen was gleich erzählen. Und jetzt die heiße Frage, wir haben ja letztes Jahr natürlich auch nicht nur über die Weltreise, ihr habt ja so ein bisschen auch erwähnt, dass es ja nicht nur eine Weltreise sein wird, auch Lebensveränderungen und eventuell aus Deutschland und diesem normalen Leben ausbrechen, komplett anders leben, frei und unabhängig. Kann man es vielleicht ohne den Kamera? Das passt, ja. Ja. Und was ist daraus geworden? Wollt ihr so ein bisschen was erzählen? Oder? Nein. Oder? Wir sind schon gestartet mit
mit dem Gedanken, wir machen eine Weltreise. Aber ich glaube, wir haben sehr schnell auch festgestellt, wir wollen ja gar nicht mehr nach einem Jahr wieder zurück, ne, in dieses ganze Leben, das wir vorher hatten. Genau, und so hat sich es eigentlich relativ schnell auch entwickelt, dass wir schon wieder angefangen haben mit Arbeiten. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir nicht mussten, sondern wollten, dass uns das echt Spaß gemacht hat, da so gewisse Dinge auch zu verfolgen, auf die wir einfach auch Bock haben. Und ja, und heute sitzen wir hier und reisen und arbeiten. Ich glaube, so nennen wir es. Genau. Ne? Wir reisen ganz gemütlich, wir genießen das jetzt ja auch hier in Costa Rica und ja, und arbeiten nebenher. Oder reisen nebenher, je nachdem, was gerade mehr ist. Ja, was wir halt auch festgestellt haben, da wir, also als wir die Reise begonnen haben, ja, wir sind sehr schnell gereist, haben viele Stationen in kürzester Zeit angefahren oder abgearbeitet. Ja, und das haben wir jetzt im Laufe des Jahres auch gemerkt, dass es für uns gut ist oder dass uns das besser gefällt, dann eben an einem Ort, der uns gefällt, eben länger zu bleiben und das auch richtig zu genießen. Ja. Genau. Genau. Wo man sich ja wohlfühlt, ne? Ja, genau. Also so dieses bewusste Genießen und auch diesen Luxus zu haben, das sag ich ja immer, in so einem Paradies seinen Laptop aufzuklappen und hier zu arbeiten, das ist halt schon was anderes. Das ist halt schon so ein Life-Goal, wie man heute Life-Goal, sehr schön, ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde überhaupt kein Wort gerade dazu, aber Life-Goal hört sich wirklich ganz, ganz toll an. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch schon über das Klima schon oft berichtet hier, das Klima ist wirklich einfach nur, kann ich immer wieder nur erwähnen, da könnt ihr zwar ja auch zustimmen, denke ich, ne? Ja. Es ist halt auch zum Arbeiten, weil wir einfach das ganze Jahr hier tagsüber 28 Grad, nachts 18 Grad, einfach perfekt, man kann mit klarem Geist arbeiten und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das ganze Land ist natürlich fantastisch in Costa Rica, aber hier auf 1000 Meter Höhe haben wir, würde ich jetzt mal sagen, schon eine der weltbesten Klimazonen. Ja, und, definitiv. Neben Südafrika. Neben Südafrika, genau. Da bin ich auch komplett bei euch. Ich bin ja totaler Südafrika-Fan, ja, also ganz, ganz klar. Ja. Überhaupt die Ecke. Wunder. Ja. Unsere Erde ist einzigartig und jedes Land ist fantastisch. Absolut. Und deshalb sind wir, wie wir sind. Wir reisen und Reisen ist für uns alle, denke ich, eines der wichtigsten Dinge im Leben, einfach für unser Horizonterweiterung, Akzeptanz, Toleranz, um Menschen, andere Kulturen zu verstehen. Und deshalb werden wir damit niemals aufhören, oder? Das stimmt. Niemals. Niemals aufhören, ja. So, jetzt fehlt mir noch etwas. Ach genau, jetzt noch ein dritter Punkt. Und dann machen wir schon Schluss, damit es nicht zu lange wird. Die zwei, Sarah hat es ja gerade gesagt, die sind in verschiedenen Bereichen jetzt auch schon online-mäßig unterwegs. Ich habe sie in den letzten Tagen schon angekündigt. Sarahs Thema ist vor allen Dingen auch Gesundheit. Und damit beschäftige ich mich ja seit Jahren auch schon, neben der Reiseleitung und Hotel. Finde ich immer super, super spannend und ich glaube auch für viele Menschen da draußen ist es super spannend, gerade auch in der heutigen Zeit, Achtsamkeit auf sich eben, auf den Körper, auf die Seele zu achten. Und Yoga ist auch dein Thema, ne? Unter anderem. Unter anderem, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Und ja, wir zwei wollen auf jeden Fall, nicht wir wollen, wir werden es auch tun. Entweder schon im diesem Jahr, spätestens nächstes Jahr im Februar, werden wir gemeinsam eine Yoga-Reise organisieren. Es wird nicht eine typische Yoga-Retreat-Reise sein. Wir werden das wunderbar kombinieren, wie auch meine My-Backpacker-Guide-Reisen. Das heißt, wir werden auch eine kleine, entspannte Rundreise machen, aber mit Begleitung. Sarah, die dann, ich werde da auch mit dabei sein und Yoga machen. Und in Begleitung mit Yoga-Einheiten. Ja. Magst du noch ganz kurz was dazu sagen? Ganz kurz. Es geht ja eigentlich beim Yoga schon so um diese ganze bewusste Lebensart. Und das haben wir jetzt auch auf unserer Reise festgestellt. Ja. Wir sind ja alle in gewissen Jobs, wir haben alle Verpflichtungen, wir haben alle Routinen und manchmal kann uns das schon herausfordern. Absolut. Und gerade wenn man ja auch in Deutschland seinen Job hat und geht gerne auf Reisen und dann nimmt man ja immer so einen schönen Vibe mit nach Hause. Wir kennen das so gut.
und sind total beflügelt und entspannt und sagen, haben wir früher auch immer gesagt, wir nehmen diese ganze Lebensenergie mit, wieder in unseren Alltag, ja. Und eine Stunde im Büro und weg war der ganze Zauber. Oh ja. Und das ist ja auch so diese Intention, dass wir sagen, okay, wir verbinden das zwar mit dem Yoga und mit dem Reisen, zwei wunderschöne Dinge, oh ja. Und wollen dieses Lebensgefühl, also das wollen wir ja dann schaffen, dass das die Menschen wirklich mit in ihren Alltag gehen. Also ja. Ganz nachhaltig mitnehmen und ein bisschen bewusster auch wieder so ins Leben zu starten und nicht, wie wir es halt einfach kennen, wieder gelandet in Frankfurt, sofort wieder im Büro sitzen und ja, dann war ja meistens so dieser ganze Zauber schon wieder vorbei. Und wir machen ja aber nochmal ein YouTube-Video extra, absolut. Deswegen will ich auch nicht zu viel erzählen. Aber darum soll es gehen, einfach so diese Lebensfreude und die Energie und die Achtsamkeit einfach wieder mit zurückzunehmen in den Alltag. Hört sich super an. Ich würde die Reise sofort buchen. Ja. Du auch? Natürlich. Genau, jetzt haben wir auch schon ein bisschen was angekündigt. Und wie Sarah das gerade gesagt hat, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wir werden, wenn die Reise steht und das Angebot auch online ist, auch natürlich auch ein Video noch mit dranhängen, auch ein YouTube-Video, wo wir nochmal alles präsentieren werden. Ich freue mich jetzt schon so sehr auf diese Reise. Wobei, ihr wisst ja, ich bin ja ein Mensch und ihr ja auch. Das Hier und Jetzt ist immer am wichtigsten. Aber ist natürlich auch so gesund. Beider Plan ist natürlich auch in unserem Job auch wichtig und die Vorfreude ist natürlich auch toll. Und die zwei sind ja auch mit dabei bei der Content-Reise, die jetzt am 28. April beginnt. Und da kommen noch sechs weitere, ich glaube fünf oder sechs sind es, die noch kommen, genau. Auch darauf freuen wir uns auch und das wird auch mega. Und ja, ich glaube, das war's. Habt ihr noch irgendwas? Nein. Nö, alles gut, oder? Alles glücklich, oder? Ja, heute ist ja, sag mal Ostersamstag, ja, ne? Ja, ich glaube. Ja. Ja. Also nochmal ein frohe Ostern in diesem Sinne. Ich werde dieses Video am Sonntag hochladen. Und alles, alles Gute, ganz viel Pura Vida hier aus Costa Rica. Und nochmal Zwischenwerbung, die Lufthansa fliegt dreimal die Woche von Frankfurt nach San Jose nonstop. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.